Hola, hola, hier ist wieder der Klaus. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und viele Grüße von Gran Canaria. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute traumhaftes Wetter. Es sind Temperaturen angesagt von um die 30 Grad. Wir haben knallblauen Himmel, endlich mal keinen Sahara-Staub. Perfektes Wetter für ein schönes Frühstück an einer ganz besonderen Location und da nehme ich dich gern mal mit hin. Auf geht's! Und schon bin ich angekommen bei einer meiner liebsten Frühstückslocations hier in Playa del Inglés, dem Hotel Vital Suites, direkt hinter mir. Wer das Hotel nicht kennt, es liegt mitten in Playa del Inglés an der Avenida Alemania, nur rund 200 Meter vom Jumbo entfernt und es hat eine bewegte Vergangenheit. 1996 eröffnet, war es dann für lange Zeit ein Steigenberger Sporthotel, exklusiv insbesondere für Golfer. Und wurde danach von der Hotelgruppe, wie hieß sie, Dunas übernommen. Und jetzt seit kurzem ist es ein Bullhotel und wird als Boutique-Hotel Vital Suites geführt. Ja, schauen wir doch mal, was drin los ist. Gehen wir mal rein zum Frühstück und dann zeige ich euch, was da so besonders ist. Auf geht's! So, hier geht's runter in den Keller. Hier geht's jetzt raus in den Hotelgarten. Ja, noch alles schön leer. Es ist gerade mal 9 Uhr. Alles noch ruhig. Da kann man dann hier auch mal einen Blick schweifen lassen. Also es ist wirklich ein kleines Hotel, ein Boutique-Hotel. Es gibt hier 58 Junior-Suiten, die so in Hufeisenform um die Poolanlage ansortiert sind. Ich schwenk mal rum. Also wirklich sehr nett hier. Zu den Zimmern kann ich später noch mal was sagen. Und es gibt hier zwei Pools. Einer davon ist im Winter beheizbar. Ja, soviel ich weiß, ist das auch eine Adults-Only-Anlage. Deshalb wundere ich mich jetzt gerade, dass hier steht Piscina solo para adultos. Aber gut, wer weiß. Oder vielleicht doch erst einen Blick in die Ferne schweifen lassen. Ja, das ist der Grund, warum ich hier so gerne frühstücke. Man hat hier eine ganz tolle Aussicht auf den Golfplatz, da hinten auf die Dünen und aufs Meer. Und gerade an einem Tag wie heute, wo kaum Staub in der Luft ist, ist das einfach ein Traum hier. Schaut euch das mal an. Platz habe ich mir schon gesichert. Jetzt mal einen Blick aufs Buffet. Lachs, Wurst, Käse, Schinken, alles da. Melonen gibt's. Cerealien. Jede Menge Brot und Brötchen, Kava und Orangensaft. Ja, da muss ich mich erstmal bedienen. Eierspeisen und
So, da ist jetzt mein leckeres Frühstück. Ein Omelette, Brötchen, Croissant, Käse, Lachs, Orangensaft und Cappuccino. Und dazu diese herrliche Aussicht. Ja, das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. €15 hat das Frühstück gekostet und jetzt geht's erstmal die Aussicht genießen. Ja, erstmal hier von oben, von der Terrasse, von der oberen Terrasse. Wunderschön bei diesem Wetter, diesem klaren Himmel. Blick auf den Golfplatz. Vorne sind auch ein paar Golfer aktiv. Schauen, ob ich die mit der Kamera näher ranbekomme. Ich erfreue mich jedes Mal wieder an diesem Anblick. Und jetzt geht es noch mal eine Etage tiefer. Ich war einmal in diesem Hotel, das ist jetzt aber auch schon 10-11 Jahre her, hat mir wirklich gut gefallen und da habe ich hier oben gewohnt. Und ein Balkon mit einem wunderschönen Ausblick hier auf den Pool. Ja, das war schon nicht schlecht. Ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, das Hotel verfügt über insgesamt 58 Zimmer bzw. 58 Junior-Suiten und außerdem 10 Doppelzimmer. Die sind hier vorne auf der Terrasse, ich zeige sie euch mal. Zup, hier. Und die haben natürlich einen ganz tollen Ausblick hier nach vorne ins Grüne auf den Golfplatz. Ja, gerne würde ich euch auch ein paar bewegte Bilder von den Zimmern zeigen, aber das kann ich leider nicht, da ich ja hier nur zum Frühstücken bin. Aber ich schaue mal, ob ich ein paar Fotos finde, die ich hier einblenden kann. Also die Junior-Suiten, die bestehen hier aus zwei Zimmern, Schlafzimmer und ein großes Wohnzimmer. Und erst vor ein paar Jahren ist das Hotel komplett renoviert worden. Also ist wohl auch modernisiert worden, denn zu meiner Zeit war es doch ein bisschen hausbacken alles. Und das ganz Besondere hier ist auch der Spa-Bereich, denn hier gibt es einen sehr schönen Indoor-Pool und der ist so im römischen Stil als Grotte angelegt, also wirklich klasse. Also das Hotel hat schon was. Vor allem natürlich diesen tollen Ausblick. Dieses Panorama hier von den Bergen über den Campo de Golf. Rüber im Hintergrund der Faro, das Hotel Costa Meloneras und dann da vorne die Dünen von Maspalomas. Und natürlich auch ein hervorragender Ort, um schöne Selfies zu machen. Und schaut mal, hier hat man einen ganz tollen Blick auch auf die Dünen. Ich zoome mal ran. Ja, schön hier. Jetzt können wir auch noch mal hier hochgehen. Ja, auch ein toller Baum hier. Und hier noch mal ein Blick über die Mauer. Auf die Dünen, Golfplatz. Ja, das Hotel liegt praktisch direkt am Golfplatz von Maspalomas, war deshalb auch lange Jahre als Golferhotel bekannt. Und der Golfplatz ist praktisch zum Greifen nahe hier, aber man kommt gar nicht so schnell und so einfach dahin. Denn das Hotel liegt hier direkt auf der Klippe über dem Golfplatz. Es gibt keinen direkten Weg. Man muss hier schon mit dem Auto zum Golfplatz fahren. Also zu Fuß sind es, denke ich mal, so 20 Minuten. Mit Golfgepäck ist das doch ein bisschen beschwerlich. Aber ein Taxi bekommt man locker für 5-6 Euro, denke ich mal.
Das sollte machbar sein für einen reichen Golfer. So, ich gehe jetzt wieder raus. Aber noch eine Info, man kann hier übrigens auch einen D-Pass erwerben für 45 Euro. Da kann man sich dann den ganzen Tag hier am Pool aufhalten, kann unten in den Spa-Bereich, ich glaube für 2 Stunden oder so, und bekommt ein 3-gängiges Mittagessen an der Poolbar für 45 Euro. Noch ein letzter Blick zurück. Gärtner sind auch aktiv. Und das war's. Ja, das Frühstücksbuffet hier im Vital Suites ist ganz okay. Und man kann das Hotel auch mit Halbpension buchen und dann wird dann eben auch ein Buffet abends am Pool aufgebaut. Aber da habe ich bisher eigentlich nicht so viel Gutes von gehört. Das soll nicht so prickelnd sein. Ich weiß es nicht, aber vielleicht hat ja jemand hier schon mal das Vital Suites gebucht und kann da persönliche Erfahrung einbringen. Dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Würde mich wirklich mal interessieren. Wie ist das Abendessen hier im Vital Suites? Kann man das empfehlen? Als Alternative zum Halbpensionsessen im Buffet gibt es ja auch noch das Atlantico Restaurante, ein à la carte Restaurant. Hier mal ein Blick auf die Speisekarte. Also das hat schon ganz ordentliche Preise hier und ich war noch nicht drin. Aber vielleicht kann auch hier jemand was dazu sagen, das Atlantico Restaurante. Ist das empfehlenswert oder nicht? Würde mich interessieren. Dann noch mal ein paar Infos zur Lage. Also das Hotel liegt hier mitten in Playa del Inglés an der Avenida de Alemania und man ist recht schnell im Jumbo hier vorne. Oder auch in der Cita, das sind, ja, ich sag mal so 10 Minuten, zum Jumbo sogar nur 5. Also da ist man schnell, aber für Strandliebhaber ist das ein bisschen schwieriger, denn zum Strand ist man doch lange unterwegs. Also entweder geht man hier geradeaus am Jumbo vorbei und immer weiter nach vorne, da ist man, ich denke mal, so 20 Minuten unterwegs bis zum Strand, Viertelstunde, keine Ahnung, kann ich jetzt schlecht einschätzen. Oder eben hier rechts die Avenida de Alemania runter, bis zum Hotel Rio Palace. Da gibt es einen Durchgang zu den Dünen und vorne an der Aussichtsplattform geht man dann rechts über einen Trampelpfad durch die Dünen zum Strand von Maspalomas. Da ist man bestimmt eine halbe Stunde unterwegs. Also das dauert doch recht lange und ich weiß nicht, ob das Hotel einen Shuttle-Service anbietet. Keine Ahnung. Ich bin wieder am Auto angekommen und an dieser Stelle beende ich auch das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich natürlich freuen über Erlebnisberichte. Falls jemand von euch schon mal hier in diesem Hotel im Vital Suites war, dann schreibt mir doch bitte unten in die Kommentare, wie ihr das Hotel fandet, ob ihr es weiterempfehlen könnt. Und ja, freue mich natürlich auch wie immer über jede Menge Likes und neue Abonnenten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus.